Hallöchen, ihr Lieben. Heute machen wir drei Sachen. Und zwar beschäftigen wir uns einmal mit Aquarellfarben, mit den billigen, mittelpreisigen und den teuren Aquarellfarben. Und die teuren Aquarellfarben sind sogar noch etwas Besonderes. Das sind die Supergranulationsfarben von der Firma Schminke. Dann testen wir das Ganze direkt auf drei verschiedene Papiere. Einmal die günstige Variante, mittelpreisige Variante. Und hier habe ich mir von Hahnemühle das Selection Set gegönnt. Da sind 12 verschiedene Blätter unterschiedlicher Art und Weise drin. Und ich wollte mir die mal nach und nach durchtesten und habe mich heute, damit es annähernd gleich ist, also alle Papiere sind 300 Gramm und haben alle eine leicht grobe Struktur. Das waren die Kriterien, die ich ausprobieren wollte. Und das dritte, was ich mache, auf diesen drei Blättern erstelle ich Studienblätter zu Thema Planeten. Und das wird einmal der Pluto sein, das wird Neptun sein und der Mars. Und das Ganze machen wir mit diesen Farben aus den Tuben, also keine Töpfchen oder sonstige Unterschiede, sondern alles aus der Tube. Und ich bin auch super gespannt, wie unterschiedlich diese Farben zu den anderen Farben sind. Seid ihr auch gespannt? Dann bleibt einfach dran und wir sehen uns nach dem Intro mit dem ersten Vergleich. Das Ganze werde ich mit einem meiner Lieblingspinsel machen. Und zwar ist das ein Rico Design Fine Art. Ja, wo habe ich die Farben her? Die habe ich bei meinem letzten Shopping-Tag im Kunstladen erstanden. Das sind, wie gesagt, die Super Granulationsfarben von Schminke. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die sich verhalten. Die waren in der Upgrade-Box dabei. Da habe ich auch ein Video zu hochgeladen. Das sind die Van Gogh-Farben und ich war von diesem Farbton sehr begeistert. Und das sind Aquarellfarben, die ich bei Tigers, heißt der Laden Tigers? Ich glaube ja, dass der Laden Tigers heißt. Ja, hier ist auch ein T drauf. Es war auf definitiv Tigers, nicht Action. Das sind halt eben billige Aquarellfarben. Und da suche ich mir jetzt auch ein Blau und ein Grün raus und vielleicht ein Rot. Damit ich die Farben nicht durcheinander würfel, habe ich mir überlegt, nehme ich meine ganz alte Farbpalette, meinen Unterteller, der eigentlich mittlerweile schon ausgedient hat, als Zeichen für die günstige Farbe. Dann nehme ich für die mittelpreisige Farbe, das sind jetzt keine billigen Farben, ne? Also Van Gogh macht wirklich gute Farben und deswegen mag ich übrigens keine Farben in Tuben, weil ich zu blöd bin, die nach dem zweiten Mal aufzukriegen. Und wenn ihr da einen Trick kennt, wie das nicht passiert, klar, sagt ihr mir jetzt abwischen, aber bitte lasst es mich in den Kommentaren wissen. Es muss doch irgendwas geben, wie man diese Tuben einigermaßen sauber halten kann, ohne rumzusauen, weil das ist ja auch so ein bisschen Verschwendung irgendwie. Und dann nehmen wir meine sehr schöne Handarbeits bei Etsy gekaufte Palette. Die Granulationsfarben, die gibt es übrigens in verschiedenen Sets, alle thematisch, sodass man, je nachdem, was man damit vorhat zu malen, durchaus die Chance hat, das Richtige für seinen Geschmack zu finden. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit billig. Auch diesen Block habe ich bei Tigers erstanden und ich fange als erstes an zu swatchen. Hier oben in dem Bereich möchte ich gleich meine kleine Galaxie machen, das heißt, hier unten wird dann geswatcht werden. Man sieht ja gar nichts. Warum sagt ihr denn nichts? Ihr müsst doch was sagen. Weiter geht's mit mittelpreisig. Den Block habe ich mal irgendwann bei Amazon gekauft. Ist auch 300 Gramm. Auch eine ähnliche Struktur. Falls ich schnurre, ich habe eine Katze auf der Schulter.
Und als nächstes das teure Papier von Hahnemühle. Mit Ausnahme des Grüntons habe ich die beiden Rot- und Blautöne nochmal in nass auf meinen Teller gepackt. Und wie ihr seht, nach dem Abtrocknen ist ziemlich viel passiert. Die Farben sind pastellig abgetrocknet. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass sich die Farben so extrem ändern. Das sind jetzt hier die Billigfarben. Und was auch auffällt, dass die ziemlich kreidig sind. Und das liegt daran, dass sie weniger Pigment haben als teure Farben. Dafür halt mehr Bindemittel und in diesem Fall ist es halt Kreide. Und wenn man hier über diese Zeichnung drüber geht, dann fühlt man auch, dass es sich stumpf und kreidig anfühlt. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass man sich hier die Kreide abrubbelt und aufnimmt. Das hatte ich schon mal bei einem Action-Wasserfarbkasten, der wirklich extrem nur aus Kreide bestand. Das habe ich übrigens nicht bei den beiden anderen Farben. Da kann ich drüber gehen und es fühlt sich genauso an wie das Papier. Wie gesagt, hier fühlt es sich, jetzt habe ich sogar einen kreidigen Finger. Seht ihr das? Und da ich ja hier vorhabe, einige Planeten zu malen, beziehungsweise hier fange ich an mit dem Neptun. Deswegen habe ich mir auch ein paar Blautöne mit auf den Teller gelegt. Und ich werde hier, weil das jetzt das billige Papier ist, auch mit den billigen Farben mein kleines Studienblatt für den Planeten Neptun anfertigen. Bevor ich jetzt anfange, habe ich mir eine Kreisschablone genommen und suche mir jetzt erstmal eine Größe für meinen Neptun aus. Neptun ist jetzt nicht besonders klein. Ich möchte gerne meinen Planet bzw. eine kleine Galaxie in diesem Bereich aufmalen. So, dann nehme ich jetzt etwas von dem Graphit wieder weg. Wenn man sich die Planeten so anschaut, dann sieht man, dass die einzelnen Planeten eine gewisse Struktur haben. Also man kann sie schon erkennen. Sie sind ja mal irgendwann mal fotografiert worden und dementsprechend sieht man die Form, die ändert sich nicht. Da ist dann ein Nebel, der dann immer wieder dargestellt wird oder eine Wolkenfront oder was auch immer, was auf Neptun gerade zu finden ist. Ich fange an mit Neptun und mache ihn erstmal nass. Dazu nehme ich mir sauberes Wasser. Ich habe jetzt minimal Pigment da drin, dass man auch etwas von der Wasserfläche sieht. Also was jetzt hier bei nass in nass sehr wichtig ist, dass ich erstens nicht über meine Ränder gehe, was mir jetzt hier leider einmal passiert ist. Ich halte mir das einmal ein bisschen gegen Licht, damit ich sehe, dass ich überall eine gleichmäßige Wasserschicht habe, weil das sonst nicht schön aussieht. Es muss ebenmäßig nass sein. Also verteile ich das jetzt mit meinem Pinsel und nehme mir überschüssiges Wasser auf. Dabei rubbelt man das nicht trocken, sondern verteilt das einfach nur, dass es wirklich ebenmäßig nass ist. So. Es ist nass. Neptun ist also ein blauer Planet und er hat auf der Fotografie wie so ringförmige Streifen auf der Oberfläche und das versuche ich jetzt hier darzustellen. Dazu nehme ich mir jetzt meine frische Farbe und mische mir ein bisschen Wasser darunter, dass ich einen kräftigen, aber wässrigen Blauton bekomme. So kräftig es mit dieser Farbe geht. Ja, das habt ihr ja gerade selber gesehen, wenn das abtrocknet, wird es eher pastellig. Das bedeutet also, ich fange an, gehe in meine nasse Fläche und verteile erstmal oben ein bisschen Farbe. Und schaue, dass sich das zum Rand hin etwas verdunkelt, weil oben ist auf dem Foto oder auf der Grafik, die ich habe, eine relativ dunkle Kappe. Also schiebe ich mein Wasser sozusagen nach oben. Und das Ganze wiederhole ich unten auch nochmal. Doch hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht über den Rand kommt. Da ist es nämlich passiert, da war die eine Stelle, wo ich übermalt habe, aber ich hoffe mal, dass das gleich mit der Galaxie nicht so auffällt. So. Sagt oben und unten schubse ich das Wasser rein. Und jetzt nehme ich mir noch ein bisschen mehr Wasser, also nicht das Wasser aus dem Meer, sondern die Menge, und gehe in die Mitte. Und tupfe da einfach rein,
sodass ich meine nasse Fläche erstmal mit Wasser, also mit meinem gefärbten Wasser hier vollsaugt. Dann mache ich meinen Pinsel sauber und trocken und gehe mit meinem Pinsel rein und nehme mir die nasse Farbe auf. Das darf jetzt gerne noch ein bisschen verlaufen, das ist nicht schlimm, außer dass hier dieses kleine Ding verläuft, das ist ein bisschen blöd. Aber wie gesagt, ich möchte hier einen weißen Ring oder einen relativ weißen Ring und nehme mir jetzt einfach nur die Farbe hier runter. Ich hätte auch mit Rubelkrepp arbeiten können, aber Rubelkrepp macht sehr, sehr scharfe Ränder. Wenn ich also einen Planeten habe, der wirklich abgegrenzt weiße Ringe hat, würde ich das machen. Der Neptun hat aber mehr so Übergangsränder oder Ringe oder wie auch immer. Und dementsprechend ist das schöner, wenn man das manuell wegnimmt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Ich habe ja von Van Gogh zum direkten Vergleichen zwar noch Näpfe, aber ich wollte ja mit diesen Farben arbeiten. Und dementsprechend habe ich von diesen Farben ja noch aus der Upgrade-Box diesen Ockerton. Und den habe ich jetzt frisch auf meine Palette drauf gemacht. Die beiden anderen Farben sind tatsächlich so abgetrocknet, wie ich sie auch aufgebracht habe. Nicht wie bei den billigen Farben. Von daher wollte ich die jetzt auch nicht nochmal nehmen. Und werde jetzt hier drauf den Pluto malen. Jetzt habe ich hier schon wieder rumgesaut. Das gibt es doch gar nicht. Egal. Ich bin halt ein kleines Ferkelchen. Projekt Nummer 3 wäre der Mars und hier sind die super granulierenden Farben und auch die haben ihre Farbe nicht verändert. Daran erkennt man auch die Profifarben. Das Einzige, was halt wirklich auffällt, aber das war ja das, was ich herausfinden wollte, ist dieses super granulierende, was das bedeutet und das kann man wirklich ganz gut erkennen. Ihr seht das hier auf diesem Papier. Jetzt kann man es hoffentlich sehen. Ihr seht wirklich kleine Granulationsabtrocknungen, die dadurch entstanden sind. Also die jetzt nicht durch Salz entstanden sind, sondern einfach durch diese Farbe an sich. Und das seht ihr hier bei dieser Farbe nicht. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und deswegen sieht die Galaxie gleich auch richtig cool aus. Der Neptun hat hier eine dunkle Stelle, wie so eine kleine Wolke. Dann gehe ich mit meiner dunkleren Farbe einfach mal rein. Pluto darf auch noch ein bisschen dunkler werden. Und man sieht irgendwie, dass die Farbe relativ ebenmäßig abgetrocknet ist. Ich gehe jetzt einfach mal mit den beiden anderen Tönen da noch mit rein, dass wir irgendwie so ein kleines Braun erhalten. Es wird aber mehr ein Grün, aber das ist nicht schlimm. Das soll sich ja nur ein bisschen von der anderen Farbe unterscheiden. Deswegen matsche ich hier jetzt mal ein bisschen rum. Schau, dass ich dieses Herz ein ganz kleines bisschen ausgearbeitet bekomme. Das ist nämlich fast nicht mehr zu sehen. Damit der Planet jetzt nicht so
im weißen Weltall rumschwebt, bekommt er jetzt auch noch Weltall mit dabei. Dazu mische ich mir jetzt zunächst mal so einen kleinen Lila-Ton als hellste Farbe und gehe mit ein bisschen Rot hier noch mit rein. Also quasi mische es ziemlich rot, dass es eher ins Pink geht. Und jetzt gehe ich einmal um den Planeten rum. Das ist jetzt nass auf trocken. Da passe ich jetzt auf, dass ich natürlich nicht in den Planeten reingerate. Verteile erstmal eine Schicht Aquarellfarbe. Das darf ruhig ungleichmäßig sein. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Blau dazu und mische das da rein, dass ich etwas mehr Lila bekomme. Und tupfe einfach mal ein bisschen, auch gerne mal wieder bis zum Rand vom Planeten, hoch, nicht in den Planeten. Toll. So. Und werde jetzt nach außen hin immer dunkler. Damit meine kleinen Galaxiebilder jetzt noch Sterne bekommen, mische ich Gouache-Farbe mit Wasser. Ich habe hier schon einen Klecks reingemacht und mische das jetzt einfach mal zu einer schönen, wässrigen Milch. Kann sein, dass ich ein bisschen viel Wasser genommen habe. Viel hilft viel. Seht ihr? Richtiger Spritzer da drauf. Aber ein richtig großer, den nehme ich gleich mal weg. Der gefällt mir nicht. Aber ansonsten sind es hier hübsche kleine Sternchen. Damit wäre der Vergleich jetzt abgeschlossen und ich blende euch hinterher noch ein, dass ich das Ganze bestückt habe mit den Informationen, die ich zu diesen einzelnen Karten erstellen möchte. Ich werde zudem noch kleine Fehlerchen ausbessern. Zum Beispiel sieht man hier noch so ein bisschen den Rand. Hier ist es relativ unsauber, also ein unsauberer Rand, genau das gleiche auch hier. Das werde ich kaschieren durch eine Kontur, die ich ziehe. Und das Gouache ist anscheinend ein bisschen zu dünnflüssig geworden. Da werde ich nochmal ein bisschen nachhelfen, indem ich mit einem Acrylmarker nochmal ein paar kleine Sternchen mit draufsetze, da wo ich meine, dass noch ein paar hingehören. Und wie gesagt, dann werde ich noch hier die Informationen einsetzen. Ich hatte mir überlegt, damit diese Farbfelder auch nicht ganz so aussehen wie Swatches, kommen hier Informationen rein, wie welcher Zustand hat der Planet, ist er bewohnbar? Eher nicht, aber ne, ihr wisst schon. Und ein Fazit noch. Ihr seht die unterschiedlichen Galaxien mit den einzelnen Farben. Von der Farbauswahl, muss ich ganz ehrlich gestehen, gefällt mir die Galaxie der billigen Farben irgendwie am besten. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich nur daran, dass ich von den anderen Farben nicht die optimalen Farben habe für mein Vorhaben. Also der Neptun, der kommt hier auf dieser lilanen Galaxie richtig gut zum Vorschein. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die durchaus noch ein bisschen dunkler wäre. Also ja, es gefällt mir, das Lilane passt auch, aber es ist mir zu hell, zu pastellig. Das liegt auch an diesem kreidigen Anteil und ihr habt ja auch gesehen, wie kreidig diese Farben abtrocknen. Bei der mittleren Variante gefällt mir die Galaxie sehr gut. Ich finde es gut, dass es in Blau gehalten ist. Allerdings war ich durch die Auswahl meiner Farben bzw. meine Verfügbarkeit der Farben ein bisschen eingeschränkt. Ich hatte ja nur diese Ocker- und Grün- und Blautöne und da musste ich schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme, dort einen Pluto rauszubasteln. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Dafür gefällt mir aber die Galaxie richtig gut. Hier gefällt mir die Galaxie auch
richtig, richtig gut. Das sieht richtig klasse aus mit den granulierenden Farben. Der Mars gefällt mir nicht so ganz so gut, aber das liegt daran, dass ich nicht das passende Rot-Orange habe, was ich dafür benötige. Ich müsste mal schauen, ob es von den granulierenden Farben, von den Supergranulationsfarben auch nochmal ein Marsrot oder sowas gibt, weil hier in dieser Farbauswahl müsste man an und für sich noch eine andere Farbe haben, um Mars zu malen. Aber ansonsten bin ich von dieser Art und Weise, wie das hier auch in den Planeten abgetrocknet ist, mit den kleinen Granulationsfeldern, das sieht wirklich wie, ja, wie man sich so einen Galaxienebel so vorstellt, da bin ich mega von begeistert. Richtig, richtig gut. Und ich denke mal, wenn ich hier noch eine zweite Schicht aufbringen würde, um dem Ganzen noch ein ganz kleines bisschen mehr Dunkelheit und Power zu geben, das war jetzt wirklich nur ein Entwurf und ein erster Versuch. Ich denke mal, das wird richtig geil aussehen und ich werde auf jeden Fall nochmal eine richtig tolle Galaxie hiermit malen und vielleicht mit einem anderen Planeten, der jetzt nicht Mars ist, sondern vielleicht auch eher Neptun oder sowas, weil hier habe ich ein richtig tolles Blau dafür. Ich probiere das einfach mal aus und ihr werdet es sicher auf Instagram oder auch vielleicht hier als YouTube-Video zu sehen bekommen. Falls ihr meinen Instagram-Account noch nicht kennt, habe ich ihn verlinkt. Könnt ihr euch in meinem Infofeed anschauen und gerne abonnieren. Und das gleiche gilt natürlich auch für diesen Kanal. Lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich da sehr drüber und sage einfach mal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ich blende jetzt noch einmal die Katze ein. Und wenn ich die ausgeblendet habe, zack, dann, wie gesagt, kommen die fertigen Bildchen und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.